Das, meine Damen und Herren, ist das Regionalmagazin in der Frühlingsanfangswoche 2019. Schön, dass Sie dabei sind. Hier die Themen dieser Sendung. Das Sachsengespräch fand in Grimma statt. Wir waren bei der Infoveranstaltung zur Altstadtbelebung und beim Sport. Da waren wir bei der zweiten Bundesliga im Volleyball. Damit Zeit für die Nachrichten. Herzlich willkommen zu den Nachrichten, hier die Meldungen. Breitbandausbau in Grimma geht voran. Dafür wurde eine weitere Hürde genommen. Der Stadtrat der Stadt Grimma hat am 24. Januar die Abbildung der wirtschaftlichen Tätigkeit der Stadt Grimma im Rahmen des Breitbandausbaus im Haushaltsplan als Regiebetrieb beschlossen. Der Regiebetrieb Breitbandausbau wurde als Unternehmensform gewählt, um im Stadtgebiet Grimma einen flächendeckenden Breitbandausbau der unterversorgten Gebiete zu ermöglichen. Das Landratsamt Landkreis Leipzig hat mit Bescheid vom 28. Februar der Bildung eines Regiebetriebes zugestimmt. Damit kann es nun losgehen. Die Ausschreibungen zum Betreiber und zur Planung sind in Vorbereitung. Wurzen sucht Wahlhelfer. Am 26. Mai wird gewählt. Und zwar die Abgeordneten des Europäischen Parlaments, die Kreisräte für den Landkreis Leipzig sowie die Stadt- und Ortschaftsräte der Stadt. Die Stadt Wurzen benötigt für die Europa- und Kommunalwahlen zahlreiche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Die städtischen Mitarbeiter werden zwar eingesetzt, aber es wird auch noch die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger gesucht. Wahlhelfer kann jeder werden, der für die jeweilige Wahl wahlberechtigt ist und kein Wahlbewerber und keine Vertrauensperson eines Wahlvorschlages ist. Korrektes Auftreten und eine gewissenhafte Ausführung der durch den Wahlvorsteher übertragenen Aufgaben werden erwartet. Der Einsatz als Wahlhelfer wird honoriert. Der Satz für den 26. Mai beträgt 40 Euro. Wer Interesse hat, meldet sich telefonisch unter 03425 8560130 oder per E-Mail an l.thiele@wurzen.de oder t.beöker@wurzen.de. In der vergangenen Woche trafen sich Vertreter aus verschiedenen Mehrgenerationshäusern Sachsens in Grimma zu einem Moderationskreis. Im Vordergrund stand der Informationsaustausch und die Weiterentwicklung des Netzwerkes. Katja Walter vom Verbundnetz Gas stellte in diesem Zusammenhang die Stiftung Verbundnetz der Wärme des Unternehmens vor. Dabei erläuterte sie die Möglichkeiten und Grenzen der Unterstützung. Neuer Stadtbusverkehr ab Ostern. Der Grimmer Stadtbusverkehr wird noch besser. Zwei überarbeitete Linien werden die Stadtteile Süd, West, Hohnstedt und Altstadt miteinander verbinden. 21 neue Haltestellen sollen das Netz verdichten. Die Busse fahren wochentags im 30-Minuten-Takt und am Wochenende stündlich. Und das von früh bis in die Nacht. Das verspricht das Projekt Muldental in Fahrt. Und bis zum 1. August fährt man am Wochenende sogar kostenfrei. Die attraktiven Niederflurbusse sollen die barrierefreie Nutzung erleichtern, WLAN inklusive. Auch ermöglicht die neue Taktung die Nutzung des Nahverkehrs für den Arbeitsweg. Zur Einführung der Stadtbuslinien findet am Montag, dem 15. April um 17 Uhr eine öffentliche Bürgerinformationsveranstaltung im Rathaus Grimma statt. Dort wird über Fahrpläne, Tickets und Preise, neue Haltestellen sowie über den neuen Linienverlauf der Saisonlinie 638 in Richtung Höfgen, Kössern und Kleinboden informiert. Neue Zukunft für den Bad Lausicker Heilwasserbrunnen. Er kann weiter sprudeln. Dafür gibt die Landesdirektion Sachsen Fördermittel von mehr als 2,2 Millionen Euro her. Die Landesdirektion Sachsen hat der Stadt Bad Lausick Fördermittel für die Modernisierung ihres Heilwasserbrunnens bewilligt. Das Geld kommt aus dem Programm der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur. 85% werden daraus gefördert. Die Gesamtkosten betragen 2,6 Millionen Euro. Die erforderlichen Eigenmittel und Folgekosten werden von der Stadt Bad Lausick getragen. In einem Spiel, welches sich zumindest im ersten Spielabschnitt eher zwischen den Strafräumen abspielte, waren echte Torschancen Mangelware. Das Spiel wirkte zerfahren, zu viele Zweikämpfe wurden von Grimmas Team verloren. Und so war wohl der Taucher Gast eher mit dem Unentschieden nach 45 Minuten zufrieden.
Mit der Einwechslung von Kevin Wiegner nach der Halbzeitpause brachte Trainer Alexander Kunert mehr Schwung ins Grimmauer Spiel, auch wenn vorerst kein Treffer erzielt werden konnte. Nach einer Ecke von der rechten Seite in der 67. Spielminute scheiterte Dennis Sven Radig zwar noch am Taucherausschlussmann Tim Krune, doch gegen den Nachschuss von Toni Ziffert war dieser dann machtlos. Weitere Torabschlussversuche vom Gastgeber sollten an diesem Tag keine weitere Früchte tragen. So blieb es letztlich beim mageren 1:0-Erfolg gegen die SG Taucher. Emma und Paul in Wurzen beliebt. Emma und Paul sind hier die beliebtesten Vornamen. Das fand das Wurzner Standesamt bei den insgesamt 520 Geburten im vergangenen Jahr heraus. Dabei hielt sich die Anzahl von Jungen und Mädchen fast die Waage. Für 257 Jungen und 263 Mädchen wurden Urkunden erstellt. 162 Kinder hatten zwei Vornamen und 11 sogar drei Vornamen. Emma und Paul führen dabei die Ranglisten an. Es folgen bei den Mädchen Johanna und Emilia. Bei den Jungen landen Fritz und Ben auf den Plätzen 2 und 3. Weiter beliebt waren Emily, Lea, Lena, Leni, Lina, Melina und Mia für Mädchen, Karl, Oskar, Luca, Moritz, Linus, Luis und Toni führen in der Namensstatistik für die Jungen. Schüler schauten rein, und zwar im Landratsamt und der Straßenmeisterei. Eine Schnitzeljagd führte die Schülerinnen und Schüler zur Woche der offenen Unternehmen durch die Häuser des Landratsamtes in Burna. Diese Idee entwickelten die jetzigen Azubis, um ihren Ausbildungsberuf zum Verwaltungsfachangestellten in der Bandbreite möglichst prägnant vorzustellen. So besuchten sie unter anderem das Labor der Lebensmittelüberwachung, informierten sich über den Tierschutz, erhielten die ersten Informationen zur Fahrerlaubnis im Straßenverkehrsamt, lernten die Messtechnik der Geschwindigkeitsüberwachung kennen und überprüften ihr Wissen in einem Einbürgerungstest. Auch die Straßenmeistereien in Großboden und Zwenkau zeigten den umfangreichen Technikpark. Die Grimmauer Fotokunst räumt ab. Die Fotografen vom Kunst- und Fotoverein Grimma haben bei der Landesfotoschau des Deutschen Verbandes für Fotografie in Dresden wieder erfolgreich abgeschlossen. Bereits vor 2 Jahren wurden André Heidner und Thomas Kube jeweils Hauptpreisträger. Diesmal bekam Gerhard Weber die Silbermedaille für die Gesamtleistung. Da es sich um einen Landeswettbewerb handelt, ist die Silbermedaille die höchste Auszeichnung. Goldmedaillen werden nur bei den Bundesfotowettbewerben vergeben. Die nächsthöchste Auszeichnung in Form einer Urkunde ging 3-mal an den Fotoverein Grimma, an Silvia Jassmann, André Heidner und Thomas Kube. Ja, meine Damen und Herren, damit kommen wir zu den Wetteraussichten für die nächsten Tage bis zum Wochenende. Und als wir alle heute Morgen aus dem Haus gegangen sind, dann haben wir gedacht, um Gottes Willen, jetzt kommt doch nicht etwa der Winter zurück. Ja, heute nochmal. Der Winter wollte sich verabschieden, denn ab morgen, ab Mittwoch, soll doch tatsächlich Frühling einkehren. Wir beginnen mal am Mittwoch mit Tageshöchsttemperaturen von 12 Grad. Die Sonne soll fast durchweg scheinen. Ich bin gespannt. Der Donnerstag, da gibt es auch noch Sonne. Es werden 15 Grad am Tage. Die Nachttemperaturen gehen bis auf 2 Grad zurück, also keine 0 Grad mehr in der Nacht. Allerdings wird es leicht bewölkt sein. Der Freitag, der soll dann wieder durchgehend sonnig sein mit 18 Grad am Tag. Es geht vorwärts, meine Damen und Herren. Und das Wochenende bleibt mit 11 bis maximal 17 Grad und Sonnenschein, ab und zu ein paar Wölkchen, auch sehr frühlingshaft. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. We'll be right back.
Viele Momente im Leben wurden oft über Jahrzehnte liebevoll auf Videos oder Schmalfilmen aufgenommen. Doch all das kann irgendwann einmal unwiederbringlich verloren gehen. Sichern Sie sich daher jetzt Ihre ganz persönlichen Momente und Erinnerungen für die Zukunft und lassen Sie sich Ihr Videomaterial digitalisieren. Egal ob VHS, Mini-DV, DV, Hi8 oder Super-8-Kassetten, einfach bei Muldenthal TV in der Langenstraße 3 in Grimma abgeben und bei der nächsten Familienfeier gemeinsam mit Freunden und Familie die alten Erinnerungen auf DVD anschauen. Egal ob Muldenthalhalle Grimma, Arena Leipzig oder Waldbühne Berlin. In unserer Eventim-Vorverkaufsstelle im Studio von Muldenthal TV können Sie Karten für alle bundesweiten Veranstaltungen kaufen. Von Rockkonzert bis Oper, von Musical bis Festival, von nationalen bis hin zu internationalen Stars. Da bleiben keine Wünsche offen. Wir beraten Sie gern in unserem Studio Lange Straße 3 in Grimma und suchen Ihnen die besten Plätze für Ihre Wunschveranstaltung. Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer ist wirklich sehr, sehr aktiv und er zeigt Bürgernähe. So reist er durch Sachsen, um mit den Bürgern in Kontakt zu kommen beim sogenannten Sachsengespräch. Da war er auch bei uns in der Stadt. Ministerpräsident Michael Kretschmer und Landrat Henrik Reichen hatten am 11. März 2019 zum Sachsengespräch in die Muldenthalhalle Grimma zum Ideen- und Gedankenaustausch eingeladen. Die Anreise am Grimmer Bahnhof erfolgte von seiner ersten Station Wurzen mit dem Regionalbus. Die Zeit der Fahrt wurde zum Gespräch über den ÖPNV in der Region und über das Modellprojekt Muldenthal in Fahrt genutzt. Wir wollten von Sachsens Ministerpräsident Kretschmer wissen, ob das Muldenthal schon in Fahrt ist oder ob es noch ausgebremst wird. Also ich finde, Muldenthal und der Landkreis ist ordentlich in Fahrt und da freue ich mich auch. Wir haben Unternehmer besucht, die wachsen, die sich durchkämpfen und viele engagierte Menschen im Freistaat, und aber vor allen Dingen hier in der Region Ehrenamtliche. Das Schöne ist, dieses Konzept Muldenthal in Fahrt ist ja etwas, was wir in ganz Sachsen jetzt abproben wollen. Viel mehr Busse, die von früh um 6 bis abends 22 oder 20 Uhr fahren und ordentlich vertaktet sind mit der S-Bahn, die Mittelzentren verbinden. Das ist ja die Investition, die wir jetzt in den nächsten Monaten vorhaben, um den öffentlichen Nahverkehr im ländlichen Raum zu stärken. Gut 200 Besucher nahmen in der Muldenthalhalle Platz und nutzten nach der Eröffnung und Vorstellungsrunde die Chance, mit den Staatssekretären direkt ins Gespräch zu kommen. Die große Resonanz vom Besuch 2018 in Böhlen blieb jedoch aus. Aber aus den Gesprächen nahm man sich einige Ideen mit und setzte diese um. Wir haben die 70.000 Euro pro Kommune überwiesen. Der Landwirtschaftsminister hat neue Programme aufgelegt, vitale Ortskerne, wo man sich bewerben kann. Wir haben die Ehrenamtspauschale, dass die Ehrenamtler besser gefördert werden, wird hier im Landkreis Leipzig auch sehr intelligent umgesetzt, finde ich. Wir wollen diejenigen unterstützen, die was tun, auch die Unterstützung für die Freiwillige Feuerwehr. Das haben wir schon geschafft. Nach einer kurzen Vorstellung der mitgereisten Staatsregierung folgten 90 Minuten Zeit, um in lockeren Gesprächsrunden den jeweiligen Ministern und Sekretären der Ressorts Fragen zu stellen. Auch Landrat Henrik Reichen stand als Gesprächspartner zur Verfügung. Ein Schwerpunkt der Fragen war der versprochene Bau der Lärmschutzwand auf der A72 und der Bau der Muldebrücke. Landrat Reichen zog ein kurzes Fazit des Tages und was er persönlich weiterverfolgen wird. Viele Dinge sind angesprochen worden bei uns. Nicht unbedingt alles Dinge, wo wir zuständig sind. Es gab Fragen zum Verkehrsprojekt, es gab Fragen zum Zustand der DB-Flotte, die zwischen Leipzig und Chemnitz verkehrt, weil der Zustand dort älter wie 30 Jahre ist, der Wagen, weil keine Klimaanlagen drin sind, kein WLAN drin ist, also der heutige Standort nicht stimmt. Dinge, die können wir nur bedingt beeinflussen. Es gab zur A72 Lärmschutzthemen, die angesprochen worden sind, wo wir direkt jetzt auch nichts machen, weil uns die Autobahn ja nicht gehört. Aber wir haben uns vereinbart, dass wir gemeinsam miteinander zum Lasow gehen und die Dinge dort ansprechen und versuchen, für die Leute zu klären. Wir haben also einen guten Kanal hier bei dem Gespräch zu uns gefunden und wären vielleicht jetzt im Einzelfall wegen Ihrer Thematik nie zum Landratsamt gekommen oder hätten vielleicht auch gar keinen Termin gekriegt. Hier haben Sie direkt die Möglichkeit, mit uns ins Gespräch zu kommen. Das ist eigentlich ganz gut. Ob Integration von Flüchtlingen, ein modernes Zuwanderungsgesetz, die Arbeit von Verwaltungen, Denkmal- und Hochwasserschutz, Kulturraumfinanzierung oder Ökolandbau, es wurden viele Probleme zumindest angerissen. Kretschmer schlug dabei Enttäuschung in Sachen Überbürokratisierung und Frust über Behörden entgegen und die Teilnehmer hoffen bei ihm, direkt weiterzukommen. Teilweise mitgebrachte Hefter voller Dokumente untermauerten die Anliegen. Der Brückenneubau, der A14 und fehlender Lärmschutz war auch hier Thema. Versprechen konnte Sachsens Ministerpräsident zwar keine geben, aber zumindest, dass er sich die Dokumente der Bürger ansieht.
Aber nicht nur die Infrastruktur wurde angesprochen. Große Sorge treibt die Bürger bei der Pflege, den Pflegekräften und der medizinischen Versorgung um. Dort waren, ich sag mal, sehr intensiv geführte Diskussionen, wie funktioniert die Pflege heute noch? Ist das System überhaupt noch bezahlbar? Ist es noch funktionierbar, so wie es heute aufgestellt ist? Das Thema Notaufnahmen hat dort eine große Rolle gespielt. Die Belastung der Pflegekräfte war ein ganz, ganz großes Thema. Oder sollte man nicht überlegen, Pflegekräfte vielleicht mit 35, 36 Stunden als Vollzeitkräfte anzuerkennen? Also es war ein sehr breites Themengebiet. Beim Staatssekretär für Kultus stand die Frage der Lehrerversorgung in Sachsen vor allem im ländlichen Raum im Vordergrund. Wir waren uns einig an dem Tisch, dass wir zu einem möglichst frühen Zeitpunkt der Ausbildung uns dezentralisieren müssen, wie wir nämlich unsere auszubildenden Studenten und Referendare stärker an die Region binden können, als das bisher der Fall ist. Die Konzentration auf Leipzig und Dresden ist für die Versorgung im ländlichen Raum bei der Lehrerausbildung nicht gut gewesen. Und wir haben jetzt Erfahrungen gemacht mit Chemnitz. Wir haben dort an der TU Chemnitz die Grundschullehrerausbildung eingeführt wieder. Und wir wissen, dass dort ein viel höherer Bindungsgrad inzwischen erreicht wird, wenn die Studenten ihr Referendariat ableisten wollen. Sie bleiben in der Region. Staatsminister der Justiz, Sebastian Gemko, sprach in seinem Resümee von einem untragbaren Zustand, dass Rettungskräfte angegriffen werden. Zukünftig soll hier ein härterer Kurs gefahren werden und das auch bei sogenannten Bagatelldelikten. Welche Probleme, egal in welcher Stadt, so wollten wir von Michael Kretschmer wissen, ziehen sich in den Sachsengesprächen wie ein roter Faden durch. Der rote Faden ist unser gemeinsames Bekenntnis, den ländlichen Raum voranzubringen. Wir sind da Überzeugungstäter, wir wollen da was bewegen. Von der inneren Sicherheit, der Lehrerversorgung, öffentlicher Personennahverkehr und medizinische Versorgung. Und wir müssen alles, was Strukturwandel ist, dafür sorgen, dass jetzt die Infrastruktur gebaut werden kann. Wasserstoffzüge, 5G, Modellregion, Elektrifizierung, dass hier wirklich ein neuer, weiterer Schwung kommt für die Menschen. Und darauf freue ich mich. Es ist der Wille, gemeinsam für die Heimat Sachsen etwas zu erreichen und das, so Kretschmer, ist an vielen Stellen bereits gemeinsam gelungen. Ob das Programm auch beim Bürger gut angekommen ist, wird sich in rund einem halben Jahr zur Landtagswahl zeigen. Sagt Ihnen Arno Köster etwas? Wenn nicht, dann wird er Ihnen gleich etwas sagen. Er ist unter anderem Koordinator der Udo-Lindenberg-Stiftung und er schreibt Bücher. Er war in Naunhof und hat im Gymnasium sein Werk über Kenia vorgestellt. Starten Sie dynamisch in das neue Jahr beim großen Honda-Frühstück am 30. März im Autohaus Thalmann in Schwarzbach. Erleben Sie nicht nur die Premiere des neuen Honda Civic und des CRV Hybrid, sondern auch die große Eröffnungsparty des neuen Honda-Salon. Schauen Sie vorbei im Autohaus Thalmann in Schwarzbach. Noch bevor der kenianische Abend am Freitagabend im Naunhofer Gymnasium stattfinden sollte, bekamen die Schüler am Nachmittag eine eigene Lesung. Arno Köster, Koordinator der Udo-Lindenberg-Stiftung, las aus seinem Buch Hoffnung für Kenia. Der Naunhofer Jens Beulich zeigte dazu passende Bilder aus dem fernen Land. Köster reist seit 2011 regelmäßig nach Kenia und lernte so Land und Leute kennen. Mein Ziel war, möglichst viel von diesen Menschen zu zeigen in Kenia. Also die erzählen über ihre Hintergründe, sie berichten politisch, die sagen, wo sie herkommen. Die schreiben aber auch, wie wichtig diese ganzen Schulen und Projekte, die wir unterstützen, sind. Und natürlich kommen auch Menschen zu Wort aus den Projekten, die Leiterinnen, aber auch Menschen wie zum Beispiel Auma Obama, die ja auch sehr groß ist und aus ihrer Sicht Kenia beschreibt. Und das Ganze ist aufgebaut wie so ein Roadmovie. Das heißt, mein Teil ist, ich beschreibe praktisch eine Reise von Mombasa nach Voi auf der einzigen fest befahrbaren Straße. Inzwischen ist es nicht mehr so, aber damals war es noch so. Und links und rechts des Weges passieren eben diese Geschichten. Also ist das Buch so ein bisschen wie ein kleiner Roadmovie, der, ich glaube, so ein bisschen anders ist als sonstige Stiftungsberichte. Denn hier geht es nicht um Zahlen, sondern um Menschen. Er skizziert ein Bild von einem Land zwischen Moderne und Tradition im Umbruch, was die Hoffnung auf eine bessere Zukunft verfolgt. Die Udo-Lindenberg-Stiftung initiiert und koordiniert unter anderem nachhaltige Projekte im Bereich Bildung und der Wasserversorgung. Die Udo-Lindenberg-Stiftung ist eine kulturpolitische Stiftung mit eigentlich zwei Zwecken. Das eine ist, wir vergeben in Deutschland einen Nachwuchspreis für Texter, weil das ist nämlich der erste Zweck, ist die Förderung des musikalischen Nachwuchs. Und der zweite Zweck ist die Hilfe in Afrika, vornehmlich Afrika. Das steht auch so im Stiftungszweck, weil Afrika die Wiege der Menschheit ist und der Kontinent, der am meisten vergessen wurde auf der Welt und aber auch die größte Zukunft hat.
Ein Baustein dieser Zukunft ist die Arbeit der Stiftung mit der New White House Academy in Voi. Auch das Freie Gymnasium Naunhof trägt mit der Schulpartnerschaft einen Teil dazu bei. Die Lesung hier also kein Zufall. Die New White House Academy ist eins der Projekte, das wir mal unterstützt haben. Die Philosophie der Lindenberg-Stiftung ist immer, wenn wir irgendwas machen, dann kommen wir und dann gehen wir und hinterlassen was, was dann nachhaltig sein muss. Und im Rahmen dessen haben wir damals in der New White House Academy eine Wasserversorgung gemacht, also das komplette Wassersystem vom Brunnen über die kleinen Pumpen bis hin zum Verteilersystem und den sanitären Anlagen. Die passenden Bilder zum Vortrag stellte der Fotograf Jens Beulich vor. Er reiste im vergangenen Jahr gemeinsam mit seinen Kindern als Botschafter des Gymnasiums erstmalig nach Kenia. Entstanden sind dabei Aufnahmen, die das Leben abseits der touristischen Orte zeigt. Wobei das Fotografieren in Kenia etwas tückisch ist. Es ist in Kenia nicht so erwünscht, dass man öffentliche Gebäude oder Privatpersonen fotografiert. 70% der Kenianer sind Muslime. Und man da schon das Fotorecht einhalten sollte und nicht jeden abknipsen sollte. Ich habe dann eher hinter den Kulissen geguckt, habe eher so versucht, die besonderen Dinge des Alltags zu fotografieren. Dabei sah er, welches Konfliktpotenzial die Wasserknappheit hat. Beide sind sich aber auch einig, dass mit den Projekten etwas Nachhaltiges geschaffen wird und die Menschen damit neue Perspektiven entwickeln können. Deshalb ging auch der Erlös des Vortragabends an die Partnerschule und die Udo-Lindenberg-Stiftung. Vor nun fast einem Jahr bildeten sich Arbeitsgruppen in der Stadt Grimma, um zu besprechen gemeinsam und Projekte zu finden, wie man die Altstadt wieder mehr beleben kann. Jetzt gab es eine Infoveranstaltung mit dem aktuellen Status der Gespräche und Ideen. Das Impulsteam Grimma trat zum ersten Mal vor die sonst verschlossenen Tagungstüren und stellte ihre bisherigen Ergebnisse der Arbeitsgruppen öffentlich im Rathaussaal vor. Die Gruppen um Dr. Michael Schneider teilen sich in 4 Themengebiete mit je 5 bis 7 Mitgliedern auf. Die AG Altstadtbelebung, Märkte, Feste, AG Verkehr, Infrastruktur, AG Marketing, Tourismus und die AG Zukunftsmanagement für Handel und Gewerbe. Ja, vor ein paar Monaten hatten sich 20 lebenserfahrene, aber vor allem junge Leute hier in unmittelbarer Nähe getroffen, um sich zusammenzusetzen, die Köpfe zusammenzutun und sich Gedanken zu machen, was sind denn Themen für diese tolle Stadt, für die Gegenwart und Zukunft und wie kann man mal ein Miteinander Stadt und engagierte Bürger, also Mitarbeiter der Stadt und engagierte Bürger, initiieren. Das ist übrigens ein Projekt und eine Bewegung, die in Sachsen seinesgleichen sucht. Also es gibt keine Stadt, wo eine solche Organisation existiert. Bundesweit muss ich die Hände heben, auch da wird es aber etwas spärlich gesät sein. Und wir hatten damals vor einigen Monaten dann uns konstituiert, wie es so schön heißt, und haben gesagt, okay, wir wollen jetzt etwas bewegen, haben uns aber damals noch nicht an die Presse gewandt, weil unser Credo ist, wir wollen keine Schlagzeilen produzieren, wir wollen Ergebnisse produzieren. Man wolle, so Schneider, etwas bewegen, Ergebnisse produzieren und Menschen zusammenbringen. Seit nunmehr April 2018 arbeiten die AGs an Ideen, Vorstellungen und umsetzbaren Lösungen, um die Innenstadt Grimmas zu beleben. Genau diese wurden im Einzelnen vorgestellt. Frank Schütz, Marktmeister der Stadt, ist in der AG Altstadtbelebung dabei und stellte diese vor. Neben dem Frischemarkt, der eine Erweiterung nach Fertigstellung der Hochwasserschutzmauer zum Muldeufer erfahren soll, soll zukünftig 2-mal jährlich ein Blumen- und Pflanzenmarkt die Stadt ebenfalls beleben. Die neue Stadtführung hinter den Kulissen stößt dabei bereits wohl auf reges Interesse. Diese Führung soll 2-mal im Jahr stattfinden, mit maximal 60 Teilnehmern, geteilt in 3 Gruppen. Es werden 3 Unternehmen der Grimma Altstadt vorgestellt. Und diese Unternehmen haben 20 Minuten Zeit, sich zu präsentieren. Wie gesagt, am Freitag startet diese Führung. Wir haben bis heute 56 Karten verkauft dafür. Also das Interesse der Bevölkerung und der Kunden ist sehr groß. Ebenfalls gibt es eine 2. Auflage des Street Food Festivals im August. Zwischen Klosterkirche und Gymnasium soll künftig ein Kultursommer mit Konzerten und Sommerkino etabliert werden.
Bei der AG Verkehr gibt es Überlegungen zur Erweiterung der Kurzzeitparkplätze unter Einbeziehung der Bewohnerparkplätze, aber auch um die Aufstellung von Parkscheinautomaten rund um den Markt. Das könnte aber die ohnehin schon angespannte Situation der Bewohnerparkplätze noch weiter verschärfen und für Unmut sorgen. Das Wegeleitsystem soll im Zuge der Aldi-Erweiterung ausgebaut werden und am liebsten sehe man zusätzliche LED-Werbetafeln an verschiedenen Einfahrtsstraßen von Grimma. Zudem soll die Verbindung vom Rewe zur Altstadt hergestellt werden. Unter dem Gesichtspunkt Muldental in Fahrt soll der neue Stadtbus durchgängig zwischen 6 und 24 Uhr fahren. Gerne würde man dazu auch die Lange Straße mit einbeziehen. Das Neue daran ist, Sie werden zweimal durch Grimma durchfahren. Einmal wie bisher von der Frauenstraße bis zur Brückenstraße wieder raus und auf der anderen Richtung dann durch die Weberstraße, Nikolaiplatz, Weberstraße. Der Nikolaiplatz wird immer angefahren. Es geht darum, dass die Busse miteinander vernetzt sein sollen, also die von außerhalb kommen, ob sie am Bahnhof ankommen, ob sie am Nikolaiplatz ankommen, so dass man dann umsteigen kann und dass man durch die Innenstadt fahren kann. Die AG Zukunftsmanagement für Handel und Gewerbe hat mit Hilfe der Stadt Grimma Fragebögen an 93 Grundstückseigentümer verschickt. 29 sind im Rücklauf angekommen und 7 Eigentümer haben um direkte Kontaktaufnahme gebeten und Mietvergünstigungen eingeräumt. Auch wird über eine Starthilfe für Neuansiedlung nachgedacht, ebenso wie über einen eventuellen Imagewandel, zum Beispiel als Wedding City Grimma, diskutiert. Geschäfte wie Hochzeitsausstatter, Fotografen und Tortenträumerei sind bereits vor Ort und haben passende Angebote parat. Stadtsprecher Sebastian Bachran sprach als Mitglied der AG Marketing Tourismus über den modernen Internetauftritt der Stadt, wo neben altbewährten zusätzliche Funktionen wie Branchen- und Leerstandsverzeichnis zu finden sind. Zudem soll mit Hilfe von Josephine Kebellos als Grimma Botschafterin ein Instagram-Blog, um auch junge Leute zu erreichen, an den Start gehen, der als Nebenkanal der Stadt Grimma zu betrachten ist. Am Start ist schon und das seit gut 2 Jahren die Initiativgruppe Wir in Grimma, für die Yvonne Müller sprach. In einer kurzen PowerPoint-Präsentation konnte sie in ein paar Minuten ihre Gruppe vorstellen. Sie sprach über die Ergebnisse der Fragebogenaktion zur Altstadtbefragung und stellte klar, dass sie nicht nur für die Altstadt aktiv sind. Und dann habe ich mal zusammengestellt, was die Leute so gesagt haben zur Ordnung, also zu viel Kippen und Müll, bessere Pflege, kreativere Ideen, es könnte sauberer sein, es gibt örtlich viel große Unterschiede, dass eben auch teilweise Händler aus der Innenstadt ihren Müll entsorgen. Wir haben da auch jemanden dabei, der das selbst beobachtet hat und das nicht nur einmal. Wir machen uns große Gedanken um die Ordnung und Sauberkeit am Nikolaiplatz, um die Erziehung der Jugendlichen und Kinder bei uns. Das betrifft sicher alle Städte, aber und dann die allgemeinen Bemerkungen, da werden Sie, wenn Sie sich die durchlesen, trifft vieles von dem auch zu, was Sie schon gesagt haben. Wir wollen als Gremium Wir in Grimma auch nicht nur die Innenstadt versuchen zu unterstützen, es sind auch Leute aus Grimma West dabei oder aus anderen Städten oder aus anderen Teilen. Wir hätten uns gefreut, so Müller, in der städtischen Arbeitsgruppe dabei zu sein, machen aber auch so weiter. Bleibt die Frage, warum so wenig Muldentaler diesen Abend nutzten, um Informationen aus erster Hand zu erhalten, Fragen zu stellen oder auch eigene Anregungen vorzutragen. Jetzt, liebe Damen und Herren, die Veranstaltungstipps für die nächsten Tage. Beginnen wir mal mit dem 24.03., das ist der Sonntag. Um 9 Uhr gibt es die Exkursion ins Naturschutzgebiet Döbener Wald. Der Treff ist am Schloss Döben. Um 10.15 Uhr, da gibt es die Kinderkantate Mose im Kirchgemeindehaus Grimma in der Schulstraße 65. Und von 16 bis 19 Uhr einen Malkurs für Erwachsene im Atelierhaus Kaditsch am Turmweg 9. Manege frei heißt es in Ihrem Zirkus Afrika. Erleben Sie eine neue sensationelle Zirkusshow. Tiere, Clowns und Akrobaten präsentieren ein Riesenspektakel mit kreativem Lichtdesign, märchenhaften Kostümen, mitreißenden Songs und eingängigen Rhythmen. Ein einmaliges Erlebnis, an das Sie sich noch lange erinnern werden. Man gastiert auf dem Wurzner Festplatz Spitzbergpark von Donnerstag, dem 28. März bis Sonntag, dem 31. März. Die Vorstellungen sind Donnerstag und Freitag 16 Uhr, Samstag 16 und 19 Uhr und am Sonntag nochmal um 11 Uhr. Und Sie wissen ja, bei uns gibt es den Kartenservice für alle möglichen Veranstaltungen, die Sie sich nur denken können. Hier haben wir mal ein bisschen was vorzustellen. Voxit, Vocal Pop Experience, heißt
S am Samstag, dem 6. Juli um 20 Uhr in der Klosterkirche in Grimma. Dafür gibt es bei uns die Karten. Und Andrea Berg kommt nach Leipzig im nächsten Jahr 2020 am 28. März in die Leipziger Messehalle 1. Dafür auch jetzt die Karten sichern bei uns. Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Knobi Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Wir trinken es jeden Abend, weil es wirklich hilft. Knobi Vital erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Und jetzt auch in Ihrem DM. Dass wir beim Sport in unserer Region wirklich hervorragende Talente haben, das wissen wir. Und zum 11. Mal war das Anlass für den Kreissportbund, die Nachwuchssportler zu ehren. Der folgende Beitrag entstand mit freundlicher Unterstützung der Raiffeisenbank Grimma. Ihr starker Partner für die Region und die Menschen. Das Kinderparadies Grimma stand am 14. März wieder ganz im Zeichen des Sportnachwuchses. Zum 11. Mal zeichnete der Kreissportbund des Landkreises Leipzig junge Nachwuchstalente als Sportchamps aus. Auf der Restveranstaltung kamen die jeweils 10 besten Mädchen, Jungen und Mannschaften nacheinander auf die Bühne. Sie kamen aus den unterschiedlichsten Sportarten und sind alle in ihrer Altersklasse Meister, von Bezirks- über Landes- und Bundesmeister oder sogar Europameister und mehr. Eine genaue Platzierung gibt es nicht, denn eines betonen die Redner dabei immer wieder, alle der anwesenden Kids sind Sieger und darauf ist der Landessportbund wirklich stolz. Diesen Titel dürfen sich zu Recht auch die ehrenamtlichen Übungsleiter sowie Trainer anheften, die genauso Teil des Erfolges ihrer Schützlinge sind. Kreissportbund-Schatzmeister Andreas Woda dankte an dieser Stelle aber auch den Familien, die ihre Sprösslinge bei ihrem Weg tatkräftig unterstützen. Während des Programmes durfte das U16-Gespann im Kunstrat, Oskar Ehrlich und Malte Janssen vom Nerschauer SV 90 ihr Können zeigen. Leider war es aber auch an der Tagesordnung, dass die Vereine bei manchen nunmehr als bloße Dienstleister gesehen werden, wo Eltern ihre Kinder zeitweise abgeben. Ein Umdenken im Sinne der Sportjugend findet glücklicherweise wieder statt. Der Kreissportbund steuert ebenfalls aktiv dagegen an. Der Verein soll wieder als soziale Gemeinschaft wahrgenommen werden und auch dort soll auch allen Vereinsmitgliedern die Möglichkeit geboten werden, sich auch zu engagieren, sich einzubringen, mitzumachen im Verein. Ne? Und nicht eben nur einfach hinzugehen, Sport zu treiben, wieder heimzugehen, sondern wirklich auch das Vereinsleben als soziales Leben
wertzuschätzen. Auf der anderen Seite wird den Kindern in den Vereinen selbst mehr Mitspracherecht zugestanden und damit auch eine direkte und bessere Teilhabe am Verein ermöglicht. Wir merken auch, dass mehr und mehr Sportvereine auch Jugendleiter installieren, damit eben auch speziell der Fokus auf die Jugend gelegt wird und auch die Mitbestimmung und das Mitspracherecht im Verein auch einfach wieder mehr gelebt wird. Ne? Und dafür sind die Jugendleiter da, die vertreten die Interessen der Jugendlichen im Vorstand und können eben mit den Jugendlichen zusammen Projekte starten, Projekte planen, um eben das Vereinsleben, das was das den Verein auch wirklich ausmacht, besser auch wieder zu leben. Um das Vereinsleben zu fördern, legte der Bund letztes Jahr die Sportjugendfonds für die Jugendarbeit auf, der bis zu 500 Euro verspricht. Die Krux dabei ist, es müssen sich Jugendliche finden, die ein Projekt starten wollen. Die müssen den Antrag stellen. Natürlich muss der Vorstand unterschreiben, aber letztlich können darüber vom Kreissportbund Gelder akquiriert werden, gesammelt werden und wir wollen einfach nur, dass die Vereine ein tolles Projekt auf die Beine stellen mit den Jugendlichen zusammen. Und das kann aber in alle Richtungen gehen, ob das jetzt ein Vereinsfest ist, ob das ein Weihnachtsfest ist oder ein Schauturnen. Der Kreissportbund des Landkreises steht auch als erste Anlaufstelle für interessierte Kinder, Jugendliche und dessen Eltern gern bei der Suche nach einem Verein beratend zur Seite. Also gerne beim Kreissportbund melden. Wir können natürlich den Interessierten dann erzählen, wo in der Umgebung, in der näheren Umgebung, welche Vereine, welche Sportarten anbieten. Dazu wird es aber auch noch online bei uns auf der Homepage in Zukunft ein Angebot geben, was wir gerade dabei sind aufzubauen, wo sich eben gerade für Kinder und Jugendliche die Eltern dann auch informieren können, wo ist der Verein und was bietet der an. Saskia Buchwald von der Sportjugend Sachsen nutzte die Gelegenheit der Veranstaltung, um eine besondere Auszeichnung zu übergeben. Die galt dem TV Markleberg von 1871. Dem Mehrspartenverein gehören knapp 700 Mitglieder an, davon sind 460 unter 27 Jahren. Für diese Förderung der Jugendarbeit im Sport im Freistaat Sachsen wurden sie mit dem Qualitätssiegel Verein Vorbildliche Jugendarbeit geehrt. Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von Schlosser und Pfeiffer, Ihr Partner für qualifizierte Steuerberatung. Innerhalb von 24 Stunden musste Grimmas Volleyballteam am letzten Wochenende zwei schwere Spiele hinter sich bringen. Beim VCO Dresden am Freitagabend ging es über 4 Sätze und dem anschließenden Tiebreak zum 3:2 Erfolg der Grimmaerinnen. Mit diesem Sieg schob sich der VVG um 2 Plätze in der Tabelle nach vorn. Und so sollte nicht ganz einen Tag später vor 210 Zuschauern der nächste Sieg eingefahren werden. Empfangen wurde in Grimmas Muldentalhalle die zweite Mannschaft vom MTV Stuttgart. Grimma übernahm von Anbeginn die Führung im Spiel und gab diese im ersten Satz auch nicht mehr ab. Auch wenn zur ersten technischen Auszeit der Gegner aus Stuttgart bis auf einen Punkt aufschließen konnte, schaffte es der Gastgeber besonders über seine Blockarbeit zum Erfolg zu kommen. Über 8:7, 14:10 bis hin zum 25:15 Satzgewinn, Grimma agierte zu dominant auf dem Parkett. Auch im zweiten Satz diktierte Grimma seinem Gast den Siegeswillen auf. Auch hier übernahmen die Monarchischützlinge von Anbeginn die Führung und ließen diese schnell bis auf über 10 Punkte ansteigen. Auch wenn ab der zweiten technischen Auszeit das Stuttgarter Team nochmals aufholen konnte, vermochten sie es nicht, das Zepter in die Hand zu nehmen. Mit 25:17 ging auch dieser Satz an die Mulde. Auch wenn das Team von Zuspielerin Julia Eckelmann sicherlich innerlich kräftemäßig zu kämpfen hatte, merkte man den Damen kaum die Strapazen des Doppelspieltages an. Und so dominierte auch im dritten Satz das Muldenteam das Geschehen am Netz. Zwar konnte hier der Gast kurzzeitig das Ruder einmal zum 6:5 herumreißen, doch duldeten dies die in Schwarz spielenden Grimmaerinnen nicht allzu lang. Erneut wurde der Spieß umgedreht und man ließ Schritt für Schritt den Gegner hinter sich.
Über 7:6, 13:10 bis zum 21:16 Grimmer war die spielbestimmende Mannschaft und stand kurz vor dem 3:0 Satzerfolg. Doch mobilisierten die Stuttgarterinnen noch einmal alles, schlossen bis auf 3 Punkte auf den Gastgeber auf. Dies veranlasste Trainer Rocco Munari zu einer Auszeit, um den Spielfluss des Gegners zu unterbrechen und seinem Team nochmals Tipps zu geben. Dies sollte am Ende dem VVG helfen. Auch wenn die Stuttgarterinnen noch einen Satzball dem VVG abnehmen konnten, so konnten sie die 25:20 Satzniederlage nicht mehr verhindern. Mit 3:0 Sätzen bezwingen die Damen des VV Grimmer die zweite Mannschaft von Allianz MTV Stuttgart und schieben sich in der Tabelle der zweiten Volleyball-Bundesliga auf den 6. Platz. Mit den rasanten Bildern aus der zweiten Bundesliga vom Volleyball verabschieden wir uns aus diesem Regionalmagazin, meine Damen und Herren. Wir haben uns sehr gefreut, dass Sie dabei waren. Genießen Sie die restliche Frühlingswoche und vergessen Sie nicht, nächste Woche wieder einzuschalten. Dann steht hier an dieser Stelle Elke Thiele. Machen Sie es gut.